Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar möchte ich heute so eine schöne Osterkarte mit euch basteln. Hier sind die Hasen und ich dachte, auf der neuen Karte können es mal Schäfchen sein. Das sind so Holzschäfchen und ich dachte, das passt doch ganz gut. Ja, fangen wir an. Ich habe hier Farbkarton von Stampin' Up. Das ist die Farbe Minzmakrone in der Größe 21x14,8 und gefalzt bei 10,5. Dann habe ich Flüsterweiß genommen und mir mit dieser Stanzform, nicht von Stampin' Up, hier so ein schönes Schildchen ausgestanzt. Dann benutze ich noch das Stempelkissen Grüner Apfel, meine Dimensionals, und ich benutze hier solche Pinsel, denn ich möchte das Schildchen hier aber ein bisschen kolorieren. So, als erstes falzen wir unser Kärtchen. Legen wir uns einmal das Schildchen hier drauf. Ganz gut aus. Ich stelle das mal auf die Seite. Jetzt lege ich mir ein weißes Papier drunter. Und meine Schäfchen an der Seite. Und dann gehe ich hin, drücke den Pinsel hier in die Farbe. Und dann fange ich erstmal hier an und dann wische ich dann hier so drüber. Ich hoffe, ihr könnt das schön erkennen. So bis zur Hälfte ungefähr. Genau. Jetzt lege ich da mal ein Stück höher und jetzt nehme ich hier so einen spitzen. Nee, schmalen. Spitz ist der nicht. Und dann mache ich dann so ein paar Strukturen rein. Wie oder drauf, nicht rein. Ja, wie so Grashalme. Ja, falls ihr das saugen hört nebenan, mein Mann ist gerade sein Räumchen am Saugen. So, genau. Stempelkissen weg. Papier weg an die Seite. Die müssen dann sauber gemacht werden. Und ja, so sieht das aus. Und jetzt werde ich erstmal den Schäfchen, damit die überhaupt was sehen, ein paar Augen malen. Na, geh hoch. Wo werden die Augen sitzen? Zack. Und zack. Auf jeden Fall können die schon mal gucken. So, lachen tun die auch. Sind ja schließlich fröhliche Schafe. Obwohl das Schaf ein bisschen komisch aussieht. Aber besser als mit ohne Augen, ne? Genau, jetzt gehe ich hin und nehme mir doppelseitiges Klebeband. Und damit klebe ich das Schildchen jetzt hier drauf. Zack, zack. Einmal und zweimal. Und wisst ihr, was ich mache? Ich gehe hin, ich klebe hier meine Dimensionals drauf. Ja, da klebt es halt doppelt. Doppelt hält besser, ne? Man kann sich ja immer noch mal entscheiden. Weil dann steht das so ein bisschen mehr ab. Ja,
mache ich die hier auf. Das sieht bestimmt schöner aus. Man guckt ja immer, was man mal anders machen kann. Gegebenenfalls auch besser machen kann. Was man nicht mehr machen sollte. Und so sehe ich das hier auch. So, und siehe da, sieht doch schon ein wenig besser aus. Kleben wir die denn jetzt flach drauf? Oh, die kleben wir mit doppelseitigem Klebeband. Zack. Einmal die Mama. Und dann kommt das kleine Lämmchen hier dran. Seht ihr, das will schon nicht. Doch. Möchte doch zur Mama. Das setzen wir dann hier unten hin. Genau. So sieht das jetzt schon mal aus. Jetzt kann man hingehen mit einem schönen Stift oder Stempel oder wie auch immer. Und dann schreibe ich dann hier oben. Froh, und hier unten nehmen wir Ostern. Genau. So sieht die Karte jetzt aus. Und auch die gefällt mir super gut. Hier haben wir mal die Häschen, hier haben wir die Schäfchen. Und ja, hier könnte man auch noch was hinmachen. Aber man muss die Karten ja nicht mal so voll klatschen. Aber da, wie gesagt, da bleibt ja jeden selbst überlassen. Ich finde die so ganz schön. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich über ein Abo freuen und einen Daumen nach oben. Und natürlich auch Kommentare auch. Sind alles herzlich willkommen. Und ja, ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.